Willkommen, wir gehen auf den Markt. Ich hätte gerne Putenschenkel. Den da vorne bitte. So, das hätten wir. Für Sarmale braucht man Fleisch, Reis, eingelegten Kohl, frischen Kohl, Zwiebeln, Karotten, Tomatenpassata, Salz und Pfeffer. Zuerst kochen wir den Reis. Sarmale sind eine würzige Mischung aus Fleisch und Gemüse. Anschließend wird diese Mischung in Kohl oder Weinblätter gewickelt. Im Winter nimmt man Kohl und im Sommer Weinblätter, weil es da heiß ist. So, jetzt kommt das Fleisch dran. Das riecht gut. In der Regel gibt es die Krautwickel zu besonderen Anlässen. Dann isst man sie 2-3 Tage hintereinander mit der ganzen Familie. Jetzt kommt der fermentierte Kohl dran. Man verteilt die Fleischfarce auf den Kohlblättern und rollt sie auf. Hier verschließt man sie, damit das Fleisch nicht rausfällt. Fertig ist der Krautwickel. Das Aufrollen erfordert etwas Übung. Jetzt teilen wir den Kohl und schneiden ihn in dünne Scheiben. Haben Sie das Messer gesehen? Ein extra Kohlmesser. Der Kohl kommt unten in den Topf, damit die Rouladen nicht festhängen. Die Wickel werden dicht an dicht gelegt. Das Ganze wird knapp mit Wasser bedeckt. Dann kommen ein paar fermentierte Kohlblätter obendrauf. So wird alles schneller gar. Man dreht die Flamme aus und nimmt die oberen Blätter ab. Jetzt kommt die Tomatenpassata darüber. Und noch etwas Wasser, Lorbeerblätter und Pfefferkörner. Schau mal, das hat eine schöne Kruste bekommen. Normalerweise isst man die Krautwickel mit Polenta, wenn man das mag. Brot geht auch. Und Peperoni, Paprika und Schmand nach Geschmack. Guten Appetit. Guten Appetit.